Die Jugendaktion von Miserior und BDKJ ermöglicht es, jungen Menschen sich mit Themen der globalen Gerechtigkeit auseinanderzusetzen. In diesem Jahr geht es dabei um El Salvador. Armut und Jugendarbeitslosigkeit führen zu einem Mangel an Perspektiven. Dieser Mangel begünstigt Kriminalität und sozialen Verfall. Hier will das Miserior-Partnerprogramm Mein Lebensplan diesen Teufelskreis durchbrechen. Die Miserior-BDKJ-Jugendaktion lädt dazu ein, die Jugendlichen dabei zu unterstützen. Basta! Jugend macht was draus! El Salvador ist eigentlich ein wunderschönes und grünes Land in Mittelamerika. Doch der Bürgerkrieg von 1980 bis 1992 hat seine Spuren bis heute hinterlassen. Das Land kommt nicht zur Ruhe. Vor allem Jugendbanden, die sogenannten Maras, sorgen für ein Klima der Angst. Fast die Hälfte der Einwohner ist jünger als 25 Jahre. Rund ein Viertel der Jugendlichen ist arbeitslos. Entsprechend leicht fällt es den Maras, Jugendliche mit vermeintlichem Schutz, Macht und Gemeinschaft zu locken. Sie kontrollieren ganze Stadtviertel, erpressen Schutzgeld und handeln mit Waffen und Drogen. Dies macht El Salvador zu einem der gefährlichsten Länder der Welt, mit täglich 10 bis 12 Morden durch die Maras. Jungen und Mädchen werden von den Maras auch zwangsrekrutiert. Der Staat schafft es nicht, die Gewalt zu unterbinden und Bildung, soziale Alternativen und Arbeitsplätze zu bieten. Stattdessen setzt er auf eine harte Hand. Jeder Jugendliche ist verdächtig. 76% der Jugendlichen wollen deshalb das Land verlassen. Jedes Jahr versuchen rund 100.000, meist junge Menschen, die gefährliche Flucht ins nördliche Ausland. Mit hohem Risiko und ungewisser Zukunft. Das Programm Mein Lebensplan zeigt einen Weg heraus aus Gewalt und Flucht. Ziel des Programms ist, Jugendlichen ihren Selbstwert bewusst zu machen, Lebensperspektiven aufzuzeigen und eine Gemeinschaft zu schaffen. Oft erfahren sie hier zum ersten Mal in ihrem Leben Aufmerksamkeit und Wertschätzung durch Spiele, Austausch und gemeinsame Unternehmungen. So werden sie sich ihrer Potenziale bewusst und können sich auf ihre Stärken konzentrieren. Darüber hinaus gibt es in einem offenen Kurs Angebote zur Unterstützung, zum Beispiel für Bewerbungen oder zur Vorbereitung einer Selbstständigkeit. Und es gibt Kontaktmöglichkeiten zu Partnerunternehmen des Projekts. Drei Viertel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer finden so einen Ausbildungs-, Arbeits- oder Studienplatz oder machen sich selbstständig. Rund 300 Jugendliche haben so mittlerweile ein Diplom der Lebenspläne erworben. Viele geben nach ihrem Abschluss als Freiwillige ihre Erfahrung weiter und setzen sich in ihrem Umfeld für ein friedliches Zusammenleben ein. Durch dieses Projekt werden Jugendliche darin unterstützt, ihre Potenziale zu fördern und sich so eine gute Zukunft aufzubauen. Die Jugendaktion lädt dazu ein, sich mit der Situation in El Salvador zu beschäftigen. Sie vertraut auf die Ideen junger Menschen, Aktionstheater, Spendenaktionen oder andere kreative Ideen. Bestimmt selbst, wie ihr euer Können einbringt und damit Jugendliche in El Salvador unterstützt. Auch für die diesjährige Aktionsform gilt also das Motto: Basta! Jugend macht was draus! Einen Leitfaden für eine gelungene Aktion sowie alle weiteren Materialien und Informationen findet ihr unter www.jugendaktion.de.